Phil und ich haben uns heute eingefunden, um mal die neue Rezeptur von Shisha-Kartell anzugucken, was sich verändert hat, ob sich was verändert hat. Das werden wir uns heute einmal angucken. Und dazu bauen wir erstmal zwei Köpfchen, gucken uns Schnitt und Feuchtigkeit an, die Verpackung, den Preis und so weiter. Deswegen rein in die Kopfbaumasse. Uns, by the way, als erstes Sexy Shiba jeweils einmal angucken. Das heißt, das hier ist ein originalverschlossener von der alten Produktion. Die hier sind beide von der neuen Produktion. Und danach könnt ihr im Chat abstimmen, also zumindest die, die live bei der Aufnahme von diesem Video dabei sind, welche zweite Sorte wir uns heute noch angucken sollen. Da werden wir dann gleich nochmal eine Umfrage erstellen. Wir werden beide Sexy Shiba Köpfe pur rauchen und im selben Setup, zumindest nahezu im selben Setup. Wir haben unterschiedliche Pfeifen, aber beide sind mit frischem Wasser, beide sind clean und wir werden auch denselben Kopf nehmen. Beide mit einem Onmo HMD oben drauf, damit wir das gut vergleichen können. Und ich werde auch beide Köpfe bauen, damit die möglichst gleich sind. Der alte Preis war 24,90 Euro für 200 Gramm und der neue Preis ist 3 Euro für 25 Gramm. Und wenn wir das hochrechnen, stellen wir fest, dass das tatsächlich günstiger ist. Weil 8 mal 3 sind 24. Das heißt, sogar mit der 25 Gramm Regelung und der nochmal angestiegenen Tabaksteuer, sogar mit dem einberechnet, sind wir jetzt mit 25 Gramm Packungen billiger dran als mit den 200 Gramm Packungen. So, das hier waren die alten Zipper von Shisha Kartell. Und das heißt, wir machen beide, sowohl die alte Rezeptur als auch die neue Rezeptur, heute komplett frisch auf. Damit das auch möglichst gleich ist, ne? Soll ja alles fair bleiben. Kennst du irgendeinen Tabak, der günstiger ist auf 25 Gramm gerechnet, Phil? Ich glaube, spontan jetzt aus dem Kopf raus gerade nicht. Der Fabio schreibt gerade, bei Candy wurde mit 2,90 Euro angekündigt. Okay, aber gibt's noch nicht. Aber gibt's noch nicht. Gut, dann würde ich das jetzt erstmal so stehen lassen, weil Sachen, die angekündigt werden in der Shisha-Szene, da gibt's immer viel. Man sieht auf jeden Fall farblich schon einen krassen Unterschied. Kommt das auf der Cam rüber, Phil? Ja, auf jeden Fall. Der alte, der ist weit heller. Auf jeden Fall. Ja, ist krass, ne? Also da sieht man auf jeden Fall schon mal gut was. Ich würde auch fast sagen, gut, das ist jetzt alles noch ein bisschen klumpig, deswegen relativ schwer zu erkennen. Also heller ist der hier auf jeden Fall. Ich glaube auch weniger feucht. Also wenn ich hier so das mal angucke, da haben wir auf jeden Fall, ja guck mal hier, die Seite ist noch fast komplett trocken und die hier ist nur vom Drauflegen schon ein bisschen feuchter. Okay, dann bauen wir mal zwei Köpfchen. Das wären jetzt nur 14 Gramm. Ja, vielleicht packen wir da auch noch gleich nochmal eine Gabel dazu. Gucken wir mal. Wir verteilen das Ganze aber erstmal ein kleines bisschen. Ja, so sieht das Ganze gut aus, würde ich sagen. Ja. Der fertig gebaute Kopf mit dem alten SK und dann machen wir weiter mit der neuen Rezeptur. Okay, ja, ich glaube, der ist jetzt auch noch ein bisschen höher. Müssen wir gleich mal gucken, wenn ich das Ganze verteilt habe. Also ich habe das Gefühl, er ist minimal weniger klebrig, aber trotzdem etwas feuchter und ich finde etwas gleichmäßiger. Nicht unbedingt feiner, schon ein bisschen feiner maybe oder zumindest ein bisschen gleichmäßiger. Aber Schnitt hat sich nur etwas verändert, würde ich sagen. Also beim Schnitt haben wir keinen Riesenunterschied. Aber Feuchtigkeit, man hat es ja eben schon gesehen, sowohl am Zewa als auch an der Farbe, da gibt es auf jeden Fall schon einen Unterschied. Kurz zwischendrin, finales Ergebnis für den sind eben waren es noch 18,8. Ja, okay, es wird immer mehr. Hä? Es wird wirklich immer mehr. Und dann legen wir bei beiden Köpfen zwei rein und eine auf Kipp. Die eine, die auf Kipp liegt, werden wir dann wahrscheinlich noch wegnehmen. Phil? Übrigens, ein wunderschönes Hygienemundstück haben Sie da. Wo haben Sie das denn her? Warte. Rein zufälligerweise. Von? Perfekt. Bisschen runter, runter, runter. Ja. This one. Very nice, very nice. Wir machen gerade mal kurz Rauchvergleich. Ich ziehe einfach mal erst an meiner Pfeife, dann an Phils Pfeife. Das ist mein Kopf. Kein Unterschied, oder? Dein Durchzug ist auf jeden Fall eine Million mal besser als meiner. Ich habe ja auch Abstand. Also. Aber wäre auch traurig, wenn der auf einmal besser qualmt, weil dann würde das ja heißen, dass er vorher schlecht gequalmt hat und das hat er ja nicht. Genau, schwarzer Kopf, also hier drüben ist die alte Produktion und bei mir im weißen Kopf ist die neue Produktion. Genau. Jetzt habe ich noch gar nicht auf den Geschmack geachtet. Warte mal, lass mich nochmal. Ja. Ich zieh mal kurz an beiden und dann gebe ich dir beide, okay? Das ist der neue. Okay, krass. Unterschied? Echt? Aber wie? Ich muss noch ein paar Mal ziehen, um zu sagen können, wie. Also schmeckt ziemlich anders. Dafür, dass es derselbe Flavor ist, schmeckt es ziemlich anders. Bin gespannt, was du gleich sagst. Okay. Ich habe den tatsächlich stärker in Erinnerung, also ein bisschen intensiver. Aber ja. Okay, ich habe wohl einen schlechten Kopf gebaut. Kuss, Phil. Schmeckt auf jeden Fall anders. Krass, oder? Mhm. Also, auf jeden Fall. Verändert hat sich zu 100% mehr als nur der Preis. Ich muss aber sagen, ich habe den so selten pur geraucht. Tatsächlich, ja, an so meistens halt in irgendeiner Mischung.
Also der, vom Gefühl her würde ich sagen, ist der alte, weniger süß, weniger rund. Mhm. Der fühlt sich auch schon beim Ziehen etwas saurer an, finde ich. Da kommt auf jeden Fall was Saureres durch, ja. Also schon krass unterschiedlich. Mhm. Abgestimmter, würde ich sagen. Mhm. Es ist nicht so, dass die von den Flavor-Noten, die drin sind, krass unterschiedlich schmecken, sondern eher, dass die Noten an sich geiler aufeinander abgestimmt sind. Wobei ich das beim Alten eigentlich gar nicht schlecht fand, dass der so ein bisschen was Saures hat. Ich fand den auch nie schlecht. Also schlecht war er nie, aber der Unterschied ist jetzt halt ziemlich krass, finde ich. Also wenn man den ein bisschen stehen lässt und dann einen Zug nimmt, hat der auch was sehr Süßes, aber das verfliegt sehr schnell, wenn man häufiger zieht. Und ich finde, das kommt bei dem geiler durch. Also auch auf Dauer. Wenn ich den jetzt mal ein bisschen stehen lasse, habe ich das Gefühl, der erste Zug war dann immer relativ süß. Aber die nächsten Züge hat das sehr abgeflacht irgendwie. Und ich weiß nicht, ob es jetzt Einbildung ist. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht nur runder, sondern wirklich ein kleines Stück intensiver. Aber von der Intensität nur ein kleines Stückchen mehr. Kam noch die Frage, weißt du, ab welchem Produktionsdatum die SK-Sorten in der neuen Rezeptur sind? Ich meine, literally alles, was in 25 Gramm Packung ist. Weil auch die, die ich jetzt hier habe, die neue Produktion, ist ja produziert trotzdem Dezember 22. Ist der neue Sexy Shiba empfehlenswert? Also erstens, für mich ist Sexy Shiba sowieso schon immer meine Lieblingssorte von SK. Das heißt, es ist meine Top-Empfehlung sogar von SK. Und ich finde den neuen auch ein kleines bisschen mehr empfehlenswert als den alten. Können wir jetzt auch einfach kurz zu unserem Fazit kommen. Sexy Shiba sowieso schon die ganze Zeit meine Lieblingssorte von SK. Für mich dementsprechend auch meine Lieblingsempfehlung von SK. Ist auch einfach Mango Maracuja. Geht immer. Ja. Wenn ihr Bock auf exotisches Zeug habt, macht man mit dem halt nichts falsch. Und ich finde den neuen runder, etwas süßer und ein Müh intensiver. Es sind ja drei Sorten, die wir noch haben. Plata o Plomo, Hidden Hacker oder Guilty Gang. Und da wollen wir jetzt einmal, dass der Live-Chat, der hier mit bei der Aufnahme dabei ist, entscheidet, welche von den drei Sorten wir als nächstes miteinander vergleichen sollen. Sexy Shiba, das ist Mango Maracuja. Dann haben wir den Guilty Gang. Das ist ein himmlischer Zitrone-Birnen-Tabak. Also Zitrone-Birne ist Guilty Gang. Dann haben wir noch den Hidden Hacker. Das ist Mango-Zitrone und Birne. Und wir haben noch den Plata o Plomo. Das ist Wassermelone, Granatapfel, Honigmelone. Das sind die Auswahlmöglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Damit ist beendet. Die zweite Sorte, die wir testen, auf jeden Fall noch der Hidden Hacker. Nice. Wir gehen in den Kopfbau. Zweites Ründchen nehmen wir einmal den Hidden Hacker und noch ein zweites Mal den Hidden Hacker. So, wir nehmen wieder zwei Popos, diesmal aber grün und blau. In den blauen bauen wir den alten. So, einmal nullen, oder? Und dann schnappen wir uns den grünen Popo, in den kommt der neue. So, das sind unsere zwei Köpfe, beide ungefähr gleich hoch gebaut. Ihr seht es sehr gut im Profil von der Seite. So sieht es von oben aus. Das ist der alte, das ist der neue. Man sieht zum Beispiel hier ein größeres Blatt. Hier sieht man eine etwas längere Ader und das links sieht schon deutlich homogener aus. Alright, dann würde ich sagen, melden wir uns nach dem Anrauchen zurück. Ja. Ja. So, Köpfe sind beide angeraucht. Ich mache einmal, okay. Nee, mach du. Also. Nee, ich wollte Rauchvergleich machen. Gib mal her, dann ziehe ich nochmal an beiden, damit es... Ist an, würde ich sagen. Ist an. Alt bei mir. Und neu bei Phil. Junge, dein Durchzug ist ja richtig RIP. Da müssen wir nochmal kurz HMD-Trick. Oh. Was sagst du zum Unterschied zwischen den zwei Sorten? Das ist auch sehr krass der Unterschied, finde ich. Sehr krass. Findest du mehr als beim Sexy Shiba? Also auf jeden Fall Unterschied, aber schwierig. Also ich finde beides ist vergleichbar vom Unterschied her. Ich finde, der Unterschied ist weniger krass als beim Sexy Shiba, aber ich finde, man schmeckt trotzdem glasklar einen Unterschied raus. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt den alten. Ich habe den neuen. Genau. Ja. Bei dem alten, finde ich, ist die Säure etwas überladen. Also wenn man dann den neuen raucht, ist es wieder genau dasselbe. Er wirkt abgerundeter. Mhm. Und bei dem alten, finde ich, überwiegt krass die Säure. Der beißt am Anfang so richtig, wenn man sieht. Ja. Und ich habe das nicht negativ in Erinnerung, aber wenn ich jetzt beide vergleiche, ist der neue auf jeden Fall abgerundeter. Und der ist weit angenehmer zu rauchen, finde ich. Weil der ist arg säuerlich beim Ziehen. Also auf jeden Fall deutlich süßlicher geworden. Mhm. Ich finde, die Zitrone kommt auch krasser. Ja. Aber es ist wie trotzdem. Im Geruch. Und es ist trotzdem nicht so säuerlich, finde ich, beim Ziehen. Also es ist süßlicher. Ja, du merkst das echt schon instant beim Ziehen, dass der alte eine sehr saure Note auf der Zunge hat. Der erste Geschmackseindruck, finde ich, der ist sehr, sehr, sehr sauer. Also ich finde fast am krassesten ist der Unterschied beim Ziehen selbst. Ja. Weil du beim alten so wirklich so eine krasse Säure hast, die sich im Mundraum breit macht, die sich über die Zunge zieht. Ja. Und beim neuen nicht. Trotzdem schmeckt der Tabak schön sauer. Nicht so sauer wie der alte, aber ist immer noch ein eher säuerlicher Tabak. Ja.
Aber ich finde ihn tatsächlich angenehmer zum Rauchen. Also mein erster Zug gerade eben beim Alten, da war ich ein bisschen überrascht und dachte mir so, oha, okay. Ja. Also so viel erstmal zu unserem ersten Eindruck. Wir melden uns dann nochmal mit einem Fazit, würde ich sagen, wenn wir die mal ein bisschen geraucht haben. Gerade beim ersten Zug von dem alten Rezept, der ist noch voll intensiv und der ist übel abgeflacht. Ist krass, oder? Ist übel, ja. Also beim Ziehen ist wieder direkt, oha, okay, der hat krass viel mehr Säure, vor allem beim Ziehen. Aber ich finde auch, der schmeckt noch viel intensiver als der. Ja. Und wir haben Hitzemanagement alles gleich gemacht. Aber gut, man muss auch fairerweise sagen, da ist auch mehr Tabak drin, ne? Weil der feuchter ist. Ja. Also maybe ist auch das für die Langlebigkeit besser. Mhm. Aber trotzdem, wir rauchen die Köpfe jetzt noch nicht so ultra lange. Ja. Und so sollte ein Kopf nach der Dauer sein. Und ich finde, der ist schon so ein bisschen... Der lässt langsam ein bisschen nach. Der ist schon ein bisschen über den Berg. Der ist so, langsam am absteigen. So, abschließendes Fazit. Was sagst du? Ich finde, beim Alten auf jeden Fall kommt die saure Note viel krasser durch. Da schmeckt man halt direkt beim Ziehen schon was sehr Saures. Und bei der neuen Rezeptur jetzt, da finde ich es weit angenehmer. Gerade auf Dauer. Und jetzt, wie lange hauen wir den Kopf jetzt? Ich würde sagen 40, 50 Minuten maybe. Sagen wir es so, der Unterschied in der Zeit... Der ist schon krass. Ja. Also ich finde, der hat noch sehr seinen ersten Eindruck beibehalten und bei dem, da geht es jetzt langsam echt schon bergab. Ja, man muss aber auch dazu sagen, da ist mehr Tabak drin. Von dem neuen haben wir mehr Tabak gebraucht, um den Kopf zu bauen, als vom alten, was auch an der erhöhten Feuchtigkeit liegen kann. Aber trotzdem sollte es ja so sein, dass er jetzt nach 40, 50, 60 Minuten ungefähr immer noch so am Start ist. Mhm. Ich würde sagen so, 40, 50 Minuten sind die Köpfe ungefähr an. Ja. Und da sollte das so schmecken wie bei dem. Mhm. Also das auf jeden Fall eine ganz klare Verbesserung. Mhm. Und vom Geschmack her gehe ich auch mit. Also wenn du an dem alten ziehst, hast du auf jeden Fall instant eine krasse Säure im Mund. Mhm. Und bei dem hast du zwar einen sauren Geschmack, aber der wirkt abgerundeter und fällt dir nicht so penetrant auf beim Ziehen. Bei dem ist es sehr direkt. Als ich den früher geraucht habe, ist es mir nicht negativ aufgefallen. Aber wenn ich jetzt den Vergleich habe, fällt mir das auf jeden Fall sehr positiv auf im Vergleich. Und dann empfinde ich das doch fast schon als negativ. Aber erst jetzt. Ja klar, weil du halt dann noch keinen Bezug dazu oder halt keinen Vergleich hast. Ich muss auch sagen, jetzt wo wir den Kopf durchgeraucht haben, beim Anrauchen habe ich ja noch gesagt, oder kurz nach dem Anrauchen habe ich noch gesagt, ich finde den Unterschied beim Sexy Shiba krasser. Mhm. Von allzu neu. Ich finde den krasser. Ja, vor allem nach der Rauchdauer. Ja, also Hidden Hacker gerade hinten raus. Ja. Definitiv krassere Verbesserung. Wir werden noch einen Mixkopf rauchen. Ja, wir brauchen unser Dark Blend. Der muss auch noch mit rein. Das heißt, gleich gibt es noch Mixology. Du hast schon deinen Lieblings Sexy Shiba Mix im Kopf. Und ich werde mir auch gleich noch vielleicht mache ich auch einen Hidden Hacker Mix. Vielleicht denke ich mir kurz noch einen Hacker-Mix aus. Oder so, ja. Aber auf jeden Fall noch ein bisschen Darkman bei. Ja, auf jeden Fall. Gut, aber auf jeden Fall, ich bin überrascht, wie krass die Veränderungen sind. Ich hätte gedacht, dass es weniger Veränderungen sind. Ich hätte nicht gedacht, dass sie uns so schnell, so easy, so krass auffallen. Also man kann eigentlich jetzt festhalten, Rauchdauer länger, Geschmack besser, unterschiedlich. Also anders, aber besser anders. Anders aber und besser. Und besser, ja. Ja, plus Preis ist geil. Ja. Wobei Preis bin ich halt nochmal gespannt, ob der jetzt wirklich bei 3 Euro bleibt oder so. Ich glaube, im Chat haben ein paar Leute jetzt gesagt, der soll aber nochmal teurer werden. Ja, aber auf jeden Fall aktuell 25 Gramm 3 Euro ist geil. Kann man nichts dazu sagen. Ja. Also wie das sich verändert, gucken wir mal, ne? So, die Köpfchen laufen, kurzer Rauchcheck. Diesmal beide mit ein bisschen Darkblende-Mix. Mhm. Das muss bei uns leider sein. Rutsch mal hier rüber und puste mal nach da. Also, Köpfe sind auf jeden Fall an. Mhm. Du kennst deinen Mix schon länger. Ich habe was probiert. Okay. Was hast du hier gebaut? Ich habe mir gebaut den neuen Sexy Shiba, also die neue Rezeptur, gemischt mit Wild Cherry von Kismet und ein bisschen Cayman von Tangiers. Gut, den Cayman von Tangiers könntet ihr zum Beispiel mit dem Black Cane von Kismet ersetzen. Mhm. Oder wenn jemand gar kein Dark Blend mag oder nicht so viel, also wenn ich sage jetzt mal, White Cherry genug ist, dann kann man auch marokkanische Minze nehmen. Ich rauche ja sehr, sehr gerne Blary mit dem Focke Live Zitrone Minze. Da der Hidden Hacker schon sehr stark Richtung Zitrone geht, würde ich sagen, dachte ich mir, mixe ich das mal. Ist auch gut. Gut, das war's. Beide positiv überrascht von den Veränderungen bei der SK-Rezeptur. Beide positiv überrascht vom Preis. Mhm. Gutes Ding, gute Entwicklung. Hoffen wir, dass der lange bei den 3 Euro bleibt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, that's it. That's it.